Wer kennt die Post? Wer kennt neue Postkarte? Okay, gut. Also passt auf. Eine Liedpostkarte ist eine Postkarte, da ist vorne ein Bild drauf, die Noten dazu und auf der Rückseite ist der Text. Und da konnte man das früher verschicken in die Welt und so haben sich die sächsischen Volkslieder verbreitet. Also haben wir gedacht, okay, wir machen das Lied auf Liedpostkarte. Die Brücke nach Litschau besteht darin, die Musik stammt von Herrn Schrammel. Wien bleibt Wien. Und irgendwo in Sachsen hat irgendwann mal einen Text drauf gemacht. Uralt. Und den singen wir euch jetzt vor. Die Landparty. Der Vater, die Mutter, die Kinder in der Schar, die machen im Sommer ins Grün jedes Jahr. Da wird nur gewaschen, geblaschen und frisiert. Und alles so sauber und nett herausstaffiert. Der Nachbar hat freundlich fürs Essen und Trinken ist reichlich vorgesorgt. Da freuen sich alle auf so eine Landpartie. Denn so schönes Wetter wie heute war noch nie. Ganz voraus, der alt verfreute kleine Franz. Mit dem Deckel rennt er nur wie närrisch ganz. Hinter ihm, da kommt die Tochter, die Marie. Sie dreht ausgepumpt und der Berlin. Er und sie spazieren wackeln Arm in Arm. Hinterher kommt der Blitz, das Land erbar. Und die alte Köchin macht den Schluss. Ein Korb und noch zwei Kinder schleppt sie voll vor Truss. Kinder so nett, sie laufen. Die alte kann kaum noch schnaufen. Denn die Sonne scheint zu heiß. Sie ist schon ganz gebadet im Schweiß. Der Vater und all die anderen sind müde und matt vom Wandern. Hunger gibt's und Durst ganz viel. Und so kommt's nur ans Ziel. Wenn meine Frau mich eher schon will, sagt sie, mein lieber Mann, heute gehen wir mal ins Warenhaus, heute gucken wir uns was an. Paar Knäppchen brauch ich sowieso. Ein Stickel Seife noch dazu und noch ein anderer Fall. Steck den Pink in der Tasche, sagt sie, Mensch, die lehrt dich aus. Und sie huselt wie eine Wiese, schon verknüpft zur Bude hinaus. Knell die Pfeife in die Busche und ein Fahrplan in der Hand. Doch mit riesengroßen Schritten nach Bahnhof in der Wand. Und kommt sie erst am Ziel an, da geht der Debs schon los. Sie guckt sich so Verschiedenes an, egal ob klein oder groß. In Unterwäsche Sauerkraut mit Zwirn und Riemen drum. In Wurst und Creme für die Haut, da mehr zu drehen. Hosen, Träscher, Marmelade, Rutschler, Back und Ratten gibt's. Aus Schöpfer, Leder, Gelberstrick und Lippenstift. Tabaks, Pfeifen, Ansichtskarten, Scheuhaar, braune Schuhe. Kaufen tut sie, rede gar nicht, aber nicht esse in Ruhe. Von einem Stand zum anderen geht's zur Wolle rot und grün. Mal Unterrecke, Überzieher, Futter, Kalt, Parfüm. Auch Abführmittel, Fleischsaat und Kümmel, Käse, Schrein. Die Büßenhalter, Hilferlin, die will sie auch noch sehen. Und die Kuchen, Seifen, Näppel, Schlipper, Schnaps und Marzipan. Saure Gurken, Damen, Hüte, Gebüsse, Fleisch und Baldrian. Und wenn du fragst, ist der nun Schluss, da kommst du schöne an. Bei Rollmops und Schokoladenzeug, da fängt's erst richtig an. Vorspiel, muss sein. Mein Mann hat Nachricht, dann kannst du kommen. Wenn vorne zu ist, komm hinten rum. Der Hund ist angeleint, der beißt dich nicht. Was auf der Treppe, auf der brennt kein Licht. Und wenn du oben bist, komm leise rein. Sonst weckt die Kleidung, fängt an zu schreien. Hier ist's gemütlich, bei mir's schön. Nur früh um 6 muss der Heime gehen. So nice.
und legt 5 Mark aufs Fensterbrett. Nicht für die Liebe, das tut nicht Not, nur für die Seele und fürs Abendbrot. Hat's dir gefallen, dann kannst du wiederkommen. Die schönste Zeit ist die 6 rum. Mein Mann ist blöde, der merkt das nicht. Und über kleine Kinder, ja, da freut er sich. Die Macht soll suchen. Ohne Unterbrechung. Und pünktlich. Wenn man schon mal spinnt, dann richtig. Wir stehen wieder Bahnhof Dresden-Neustadt. Wir sind euch von vorhin. Es ist diesmal nie früh um 5. Es ist Sonntag um 10. Und mit uns auf dem Perron steht ein Mann mittleren Alters. So die 50. Der Bursche ist Single. Und der will zur Mutti nach Bad Schandau, das ist Elbaufers Richtung Tschechien, zum Mittagessen fahren. Es gibt Blunzenkristel. Das habe ich geübt heute ganz gut. Extra Applaus. Ich hab die ganze Nacht an sie gedacht. Ich war heute bei der Frieda, das tu ich morgen wieder. Denn sowas wie der Frieda war noch nie da. Die hat so eine schöne, entzückend süße Kleine, 2 Zimmer wohl und ganz für sich allein. In ihren Ohren hat sie sowas Gutes. Wenn man von ihr was haben will, da tut's es. Drum geh ich zu der Frieda. Immer wieder, die hat sowas und das macht Spaß.